Hallöchen zusammen, willkommen zurück auf Extinction. So, ich möchte jetzt mal gucken, ob ich mir jetzt hier im City Terminal mal eine Drohne bzw. ein Scout craften kann. Mal gucken, kann ich hier Material ziehen? Ja! Komm, dann bauen wir uns mal so ein Ding. Die Materialien gönne ich mir jetzt mal spaßhalber. So, wir haben eine Drohne. So, und soweit ich weiß, brauche ich jetzt noch Element, das dafür, damit die überhaupt funktioniert. Pass mal auf, haben wir noch genug? Jawohl. So. Interessant. Wir haben also nur einen Ball in der Hand. Alles klar. Machen wir das Overlay aus. Halt, mach das nochmal. Das sah gut aus. Cool. Jetzt einfach nur werfen. Ah, Mist, jetzt war ich zu langsam. Schade. Okay, gut. Moment. Alter Schwede, ist das geil. Cool. Und jetzt? Oh, du verbrauchst aber ganz schön hier Elementast. Wo geht eigentlich? Ach, jetzt hat sie einen Cooldown. Oder was? Strange. Schicke Brille hast du. Ach, ich muss jetzt... Ach so, ich war out of... Ah! Jetzt checke ich das. Ich war außerhalb der Reichweite. Komm, wirf das Ding nochmal. Was bist du denn? Achso, du bist da unten. Oh cool, man kann sogar schnell fliegen. Hä? Ist das wie tot? Aber wieso sind jetzt hier manche Viecher blau, manche Viecher orange? So eine Vermutung. Alles, was blau ist. Nee, okay, der Petri ist auch blau. Okay, gut, dann wird das schon mal nix. Was ist das hier? Boah, geil. Das macht richtig Fun. Macht ja richtig Laune, mit dem Ding hier rumzufliegen. Ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ich komme zurück. Aha. Ach, da bin ich. Okay, alles was grün ist, ist mir. So viel habe ich verstanden. Das gucken wir mal. Schick siehst du aus, wie du hier durch die Brille guckst. Aber warum sind jetzt manche Tiere blau und manche sind orange? Sag mal, hängst du hier unten drin? Tatsächlich, der hängt da unten fest. Jetzt ist er. Ach, oder ist. Du hängst auch da unten drin fest hier irgendwie. Genau wie der Enforcer hier, der hängt auch da unten. Der ist auch da unten reingebackt. Was bist du? 36. Hey, warte mal. Was passiert, wenn ich dich zu einem Viech anschieße? Warte mal, komm mal her. Bringt mir das jetzt, dieser komische Balken da oben drüber? Nix.
Jetzt ist er rot. Ach, jetzt greift er die Drohne an. Ich glaube, ich spinne. Ciao. Guck mal da, hallo. Das klingt wie bei Star Wars. Hui. Oh nein, ich bin wieder außerhalb der Range. Schnell zurück. Ist schon cool. Kannst immer schön die Gegend auskundschaften. Ja, ja. Wie beende ich das Ganze? Ach was! Geil! Kannst sogar in der Third Person rumfliegen. Wie cool ist das denn, ey? Geil. Das ist ja richtig geil. Nicht schlecht. Hui. Oh, hoppla. Oh, saus mir hier mit der Drohne rum. Ich will dich trotzdem gern mal. Schön. Aber wie kriege ich dich jetzt wieder eingepackt? Stopp, wo willst du denn hin? Hallo, beende das doch mal. Warte mal, auf die 5 drücken. Ich kann nicht aufhören. Nee. Ich krieg die Drohne nicht. Oder, warte mal. Vielleicht. Nö. Hallo. Pack doch mal die Drohne wieder weg. Geht nicht. Hä? F. T. Okay, warte, dann fliege ich einfach aus der Range raus. Low Energy. Was denn? Wir haben noch... Ja, komm. Da ist er wieder. Sehr schön. Cooles Teil. Macht echt Spaß. Geil. Gut, dann haben wir das übrigens auch mal gesehen, ne? So, wieso habe ich eigentlich das Overlay aus? So. Jetzt packen wir das Ding aber mal weg. Hat jetzt zumindest ein bisschen Element, das kostet, aber ist nicht weiter schlimm. So, was steht denn jetzt auf dem Plan? Ich würde sagen, ich muss mal unbedingt farmen gehen in der Runde. Dafür... Du hast ein Level up. Du kriegst erstmal Leben. Du kriegst einen Haufen Leben obendrauf. Ist ja Wahnsinn. Und du? Ist auch nicht schlecht. So, wo ist denn der andere Para? Da. Komm mal mit, wir zwei gehen jetzt Steine farmen. Warte mal, hier liegen noch genug. Und wieso folgst du mir mal wieder nicht? Nein. Verhalten. Folgeabstand. Mittel. Aha. Er bewegt sich. So. Es ist nämlich langsam mal Zeit, dass wir die Base vernünftig ausbauen. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal ein paar Steine. Metall ist ja noch nicht. Das dauert noch eine ganze Weile. Aber warte mal, da hinten war doch eigentlich Metall. Aber ich hab's, ja gut, ich hab das ganze Zeug noch nicht freigeschaltet. Eigentlich wollte ich hier aus Metall bauen. Aber das kommt dann einfach nach und nach. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal Steine besorgen. Huch, huch. Mal langsam, mal langsam. Ich glaube, die Tür können wir nicht offen lassen, oder? Hier läuft ja irgendwas Gefährliches rum. Also die ein, zwei Endforcer da hinten, aber... Das ist ja nichts. Ach, ein Dodo. Okay. Alles gut. Nur ein kleiner Dodo. So, den haben wir.
Jawohl, haben wir auch. So, das nimmst jetzt mal du hier. Zack, 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 nimm alles mit. Nimm, lass mich mal. So, danke. So, ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt genau als nächstes bauen werde. Die Mauer ziehe ich auf jeden Fall offscreen weiter. Aber wir brauchen nur noch. Oder ich wollte noch das. Unser Haupthaus oder was auch immer. Noch ausbauen und besser. Auf jeden Fall besser und größer machen. Muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. So, nochmal Stein. Achso. Oh oh. So, nehmen wir das mal ab. Ja, das Gewächshaus, zumindest mal das Fundament schon mal fertig machen. Bis ich die Metallstrukturen dafür habe. Obwohl, ich könnte eigentlich gleich mal gucken. Warte, du bist gleich wieder überladen. Moment. Ja, ich könnte eigentlich gleich mal gucken, was ich, wie viel Metallzeug ich schon freischalten könnte. Guck mal, mit viel Punkte habe ich ja nicht. Zip, schauen wir mal nach unten. Wo ist es denn? Ja, eben noch gar nichts. Noch gar nichts. Das ist schlecht. Kann ich jetzt die Flinte freischalten? Nein, wieso geht's denn nicht? Jetzt schalte doch mal die blöde Flinte frei. Oh, leck mich doch. Muss ich jetzt wirklich alles einzeln freischalten, oder was? Wo ist die verdammte Leuchtpistole? Das müsste echt alles einzeln machen. Das ist ja zum Kotzen. Anstatt dass einfach alles auf einmal macht. So, Moment, Flinte. So, die Gewehrmunition. Gehen die Darts auch schon? Ne, die gehen noch nicht. Wo sind die denn? Hä? Warte mal, die Darts müssen doch hier auch irgendwo sein. Die Flinte ist bei. Da ist die Schrotflinte. 35. Da müssten die Darts hier doch auch irgendwo sein, sag mal. So viel später kamen die Darts doch gar nicht. Da. Hä? Warte mal. 62 erst. Ach du Scheiße. Okay, gut. Dann wäre das geklärt. Also Metall ist noch nicht, deswegen müssen wir weiter aus Stein bauen. So, und wenn dann erstmal alles mögliche an Metall freigeschaltet ist, dann kann ich auch anfangen, aus Metall zu bauen. Wie sieht's aus? Du hast noch genug Gewicht? Jawohl. Da läuft eine Schildkröte. Ein Dödi müsste ich mir langsam mal suchen. Das wäre noch eine Idee. Habe ich tatsächlich noch keinen einzigen gesehen bisher. So, komm mit, wir gehen wieder heim. Wir haben jetzt zwar nicht allzu viele Steine, aber besser als nichts. Kommst du? Bist du? Ja, du bist da. Der Enforcer da unten hängt immer noch fest. So. So, ich glaube nämlich, das Ding reiße ich nämlich wieder ab. Weil dann kommt hier nämlich das Gewächshaus hin. Und der Hauptbereich. Weiß ich gar nicht, wo brauche ich denn den hin? Den könnte ich vielleicht da unten hin machen, tatsächlich. Weil hier ist schön eben. Ach, ich weiß gar nicht. Muss ich mal überlegen. Ja, jetzt hat er wieder Durst. Ja, Moment, Moment. Lass mir jetzt mal die Tür zumachen. Ist mal noch ein Fleischsalat. Ja, ich komme.
Also das Gewächshaus muss auf jeden Fall dahin wegen dem Wasser. Da ist das Wasser am nächsten. Das heißt, wir bauen, oder ich, oder wir, bauen hier das Gewächshaus definitiv hin. So viel steht schon mal fest. Ist ja alles schön eben, ne? Ja, wunderbar. So, dann lass mich mal gucken. Wir brauchen... Ich ziehe jetzt erstmal den ganzen Stein hier rein. Ziehen. Stein, 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 Stein. Zack, jawohl. Ja, da kam schon was zusammen. Hier, den Stein können wir auch noch reinziehen. Bäm. Holz haben wir noch ein bisschen. Stroh haben wir noch ein bisschen. Da kann ich doch gleich mal 6 Stück. Da lacht er, der Para. Ja, komm, was soll's. Wir machen einfach mal 6 Stück. Hier ist auch noch welches. Warte mal, das mit Metall. Metall, Metall, Metall. Jawohl. Ist nicht viel. War das echt nur so wenig? Echt jetzt? Echt jetzt? Das war nur so wenig. Ja, gut. In dem Fall. So, das kommt da rein. Gut, 6 Stück, die sind fertig. Wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Zeichnen wir mal das Gewächshaus schon mal an. Da war doch gerade wieder so ein blöder Geier, oder? So, das haben wir hier so halbwegs schön im Boden reingekriegt. Jetzt gucken wir mal. Ja, es ist fast die Mitte. Es wäre fast die Mitte. Gut, das können wir verkraften. Das ist jetzt nicht so schlimm. Sonst heben wir die wieder auf. Ja. Aufheben. Aufheben. So, 1, 2. So. So breit würde ich sagen, oder? Ich könnte es ja noch weiter ausbauen, aber... Jetzt haben wir noch 4 Stück, genau. So, dann müssen wir nur noch die Wasserleitung... Mal gucken. Lass mich mal gucken. Stein. Rohre. Das ist vertikal und straight. Bauen wir mal das da bitte. Gucken, ob das jetzt funktioniert, wie ich das mir denke, damit es höher ist. Jo, würde gehen. Ja, dann können wir das hier so. Zack. Na, kannst du das noch trinken? Jo, geht. Das geht. Wunderbar. So, jetzt haben wir die ganzen Steine natürlich verbraten, glaube ich. Ist alles weg, oder? Nö, überhaupt nicht. Aber Holz haben wir keins mehr. Das nächste Problem. Warte mal. Reparier mal die Axt. Geht nicht. Okay. Warte. Zack. Ist auch schon mal wieder durch. Das ist eine gute Frage. Wo kriegen wir jetzt eigentlich... Wo kriege ich jetzt eigentlich hier vernünftiges Werkzeug her? Also hier... Marode und weiß der Kuckuck alles. Wenn es hier nur diese komischen Supply Drops gibt. Die man auch noch irgendwie vor Angriffswellen beschützen muss. Also... Bluh. Normale Loot Drops gibt es hier ja gar nicht. Ist irgendwie doof, ehrlich gesagt. Ja, da müssen sich die Supply Drops aber wirklich extrem lohnen, damit man sich die Mühe macht. So, da kriegst du auch mal ein Level up hier. Was soll ich jetzt machen? Holz, genau. Holz, Holz, Holz. Wo kriege ich jetzt Holz her? Da hinten. Du kannst nichts tragen, das Problem ist... Jetzt würde ich jetzt mit dir darüber sausen, ein bisschen Holz holen. Aber jetzt muss ich tatsächlich mich auf den Para schwingen. Warte. Stopp, stopp. Da gehe ich alleine hin. Was natürlich auch geil wäre, wenn wir das Gewächshaus hier reinbauen würden. Hm. Das wäre bestimmt auch geil. Ich meine, es ist ja Wasser. Ich kann zwar nicht draus trinken, aber vielleicht kann ich damit trotzdem
Pflanzen bewässern oder wenn ich die Beete sogar hier reinsetze, dann ob sie schon... Okay, ich habe eine Idee. Die Beete. Beet. Kleines Beet. Und einmal das mittelgroße Beet. Jetzt brauche ich trotzdem Holz, sonst kann ich die Beete auch nicht bauen. Schwuppdiwupp. Einmal da. Kommst du da durch? Jawohl. Ist die Frage, packt der Stego das oder nicht? Oh, er teilt eigentlich schon ganz gut aus. Aber ist nur ein 20er. Toll, da hinten ist nämlich kein Holz mehr. Scheibenkleister. Ich verkrümmel mich erstmal wieder. Ist mir ein bisschen zu heiß. Autsch. Entschuldigung. Ist mir ein bisschen zu heiß hier. Geh ich lieber da hinten Bäume farmen. Das ist wenigstens sicher. Lang. Da sind auch schon wieder zwei nachgespawnt hier. Wahnsinn. Es war die ganze Zeit Ruhe, komischerweise. Ich brauche doch nur ein bisschen Holz. Renn einfach mal da hinten hin. Nehmen wir den Baum damit. Jetzt stürzen sich die zwei auf den Parer da unten. Ich glaub's ja nicht. Hallo? Ach, hier. Toll, ist das alles? Komm, Parer. Hör auf zu fressen. Ja, ich glaube, ein Biber wäre doch nicht schlecht. Zieh mal an, jetzt brauche ich doch Holz. Ach nö, der Baum sieht schön aus. Den lasse ich da stehen. Also, wenn mir jetzt die Musik wieder zu heißen hatte, ich habe keinen Schimmer. Aber der Supply Drop, der ist relativ in der Nähe. Ja, genau. Legt euch nur mit dem Bronto an. Viel Spaß. So, jetzt laufen da auch noch zwei Enforcer rum. Was ist denn heute los hier? Ich bin mal neugierig. Ich bin jetzt tatsächlich mal neugierig. Der Drop ist nämlich nicht weit weg. Warte mal. Pack das mal alles hier rüber. Die Bolas auch. Und die Zähmpfeile auch. Jetzt schwinge ich mich mal auf den Peterle und flieg mal rüber. Es interessiert mich jetzt, was da abgeht. Da hinten ist er. Ja, das ist nicht so weit. Da können wir mal schnell hinfliegen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Außerdem war man in der Richtung von der Map ja auch noch gar nicht. Ausdauer. Ausdauer. Langsam. Da läuft auch wieder ein Tech-Stego. Kann ich jetzt irgendwo landen, ohne gefressen zu werden? Nee. Scheiße. Oder Trike. Komm, du schaffst jetzt noch bis da hoch, dann kannst du mal kurz landen. Und dann gucken wir mal, was da bei dem Drop so abgeht.
So, genau, lad mal auf. Vor allem würde mich langsam auch mal interessieren, wenn man in so eine Kuppel reinkommt. So, okay. Da ist wieder so ein Corrupted. Was ist denn das? Ah, Holz. So, das ist hier so ein Drop, ne? Ist hier jetzt irgendwas Gefährliches? Abgesehen von dem Dilo. Nö, sieht eigentlich ganz safe aus. Was ist das Ding kaputt machen oder was? Was denn jetzt? Oh, Alter, was läuft denn da hinten rum? Hat das Ding, hat mich das Ding jetzt eingesperrt oder was? Ja, leck! Ist der jetzt außen oder innen? Was? Im Ernst? Ach du Scheiße. Das soll aber ein Witz sein. Junge, er schreibt mich nicht so. Oh! Ich dachte, hä? Wieso ist der Stego jetzt drin, aber der Kano nicht? Ja, der Stego ist natürlich jetzt schlecht gelaunt hier. Okay, komme ich hier wenigstens wieder weg? Ja, ich komme weg. Hä? Ja, lass stecken. Alles mit so blöde, ganz ehrlich. Das ist echt ein unvernünftiges Tier. Ich bin nicht bescheuert, ey. Nee, das ist mir echt so blöde. Naja. Gucken schadet ja nichts, ne? Oh, rennen hier ein Haufen Viecher rum. Oh, es kommt sogar noch ein Spino. Ich glaube, ich spinne. Die Maschine ist alle zu der Kuppel, oder? Zu dem Supply Drop, oder wie? Ja, leck mich. Ist klar, ne? Guck dir das an. Ein Rex kommt, ist auch, marschiert auch gerade. Und noch ein Spino. Und da kommen noch mehr. Was ist mit euch nicht richtig? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Guck dir das an. Alter Schwede. Nee, never. Vergiss es. Vergiss es. Ab nach Hause. Tschüss. Da spiele ich lieber hier mit meinem Standardgerümpel, als mich jetzt da mit den ganzen Viechern rumzuärgern. So viel steht schon mal fest. So. Wieder zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Wunderbar. So, ein Level-Up habe ich auch noch. Ich gehe mal auf Gewicht. So, dann mache ich jetzt an der Stelle hier wieder Schluss. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut und bis dann. Ciao.